Wir befinden uns heute am 9. November hier auf der Bornholmer Brücke. Sie heißt offiziell Böse Brücke. Hier ging am 9. November 1989 das erste Mal der Schlagbaum auf und die ersten DDR-Bürger passierten die Grenze nach Berlin-West, wie es auch so offiziell heißt und hieß. Und es wurden dann immer mehr. Die Grenzer haben dann ganz langsam die Schranke geöffnet, sodass die Menschen in Richtung West-Berlin fluten konnten. Wir feiern heute hier den Mauerfall, der 25 Jahre Mauerfall. Wie Sie sehen, sind ja dort auch schon die Ballons der Lichtgrenze schon einsatzbereit. An jedem Ballon steht ein Ballonpate mit einer Geschichte und wir werden heute mit einigen Ballonpaten ins Gespräch kommen. Wie haben Sie den Fall der Mauer erlebt am 9. November? Also ich war erst zu Hause und habe das in Nachrichten gehört und habe ich gedacht, ach, die wollen es wieder verarschen. Und dann habe ich aber aus dem Fenster geguckt und habe ich die ganze Schlange gesehen mit Autos. Die also Sie wohnen ja direkt da in der Bornholmer Straße, ja? Nein, ich komme aus Thüringen und wohnte zu dem Zeitpunkt in Leinefelde. Aha. Und dann hat man die Autos schon, das waren circa 15 Kilometer bis zur Grenze, bis dahin die Autos gesehen. Schon gesehen. Ja. Und dann haben Sie gesagt, muss was Wahres dran sein oder haben Sie es noch nicht geglaubt? Doch, dann habe ich es geglaubt. Dann habe ich es geglaubt. Und dann haben wir es natürlich auch angezogen und sind los mit meiner Freundin. Und Ihr Mann hat es in ähnlicher Weise erlebt, ja? In ähnlicher Weise in Neukölln gewesen, beim Skatspielen und kam hier nach rein und sagte, ey, die Grenzen sind off. Und da haben wir auch natürlich erstmal nicht geglaubt, aber auch erst dann am nächsten Morgen, ne? Ja. Und Sie sind dann aber nicht losgegangen und haben gesagt, jetzt gehen wir mal zur Grenze? Häufig, ich musste von Neukölln bis hinter das Brandenburger Tor, also durchs ganze Wühle durch. Für eine Strecke, wo man früher vielleicht eine Stunde, ich glaube, das waren die schönsten 8 Stunden. Was man dafür auch gebraucht hat. Wann sind Sie denn losgegangen? Das ist mir noch nicht klar geworden. Frühmorgens. Dann frühmorgens, ja. Und Sie sind eine Ost-West-Beziehung? Kann ich das jetzt so? Können Sie so sagen. Ah ja. Und wo haben Sie sich kennengelernt? Auf dem Wohnungsmarkt. Genau. Auf dem Wohnungsmarkt? Ja. Ach so, Sie haben eine Wohnung gesucht, ja? Ich habe eine Wohnung gesucht. Genau. Er ist vorbeigekommen. Richtig. Ja. Und da hat sich so eine Freundschaft entwickelt und na, jetzt wohnen wir zusammen. Aber jetzt in Berlin? In Berlin. Ah ja. Gut. Wie hat sich denn für Sie als Westberliner nach dem Fall der Mauer das Leben verändert? Na, viel offener, schön, frei, alles. Überall hin, ohne Kontrolle, ohne alles. Das ist ein Traum. Jetzt habe ich hier zwei junge Männer an meiner Seite, die so alt wie der Mauerfall sind. Nämlich hier der junge Mann, 25 Jahre alt. Du hast also den Fall der Mauer, sage ich mal so, nicht bewusst erlebt. Wie hat sich denn dein Leben oder wie hat sich dein Leben entwickelt? Denn du hast es ja die Begrenzung nicht mehr kennengelernt. Also wenn ich mir jetzt die historischen Begebenheiten anschaue, fühle ich mich schon sehr privilegiert, dass ich nicht auf der Straße demonstrieren musste und nicht für meine Rechte einstehen musste. Und heute mit dabei sein kann und das alles als historisches Ereignis mitbekomme und nicht als politisches. Und das macht mich irgendwie schon froh. Und wenn ich daran denke, dass meine Eltern vorm Fernsehen geweint haben, 89, und ich bin tatsächlich 9 Tage vorher geboren, aha, vor dem Mauerfall, das war die glücklichste Zeit ihres Lebens, sagen sie jedes Mal, jedes Jahr wieder. Bist du in Ost- oder West-Berlin geboren worden damals? Ich bin in Westdeutschland geboren worden, Westdeutschland. Nicht in Berlin. Aber trotzdem, deine Eltern haben sich trotzdem sehr gefreut, weil die Mauer war ja wirklich ein teilendes Element in Deutschland. Also meine Mutter ist Polin, mein Vater Deutscher und das war für die eine europäische Grenze, die gefallen ist. Und das natürlich als weltweites Ereignis, die bipolare Welt ist auf einmal zu einer geworden. Das war ein Traum. Hätten sie nie gedacht, dass das in Erfüllung gehen könnte. Jetzt habe ich die nächsten Gesprächspartner hier bei uns am Mikrofon. Und wie haben Sie den Fall der Mauer erlebt? Ich war zu Hause. Ich habe um 18 Uhr und die Schabowski-Rede gehört, ja. Habe das nicht geglaubt, habe dann die aktuelle Kamera geguckt, habe dann die Tagesschau geguckt und habe das am Fernsehen verfolgt. Und dann haben Sie es so langsam geglaubt? Und dann
habe ich gesehen, wie auf einmal die Grenzübergänge Marienborn gezeigt wurden, Bornholmer Straße. Und habe dann immer hin und her geschaltet. Und um 11 rief mein Arbeitskollege an. Ich habe hier in der Margareta im Prenzlauer Berg gearbeitet damals, in der Gaststätte. Und der Kollege rief an und sagte, du, ich komme gerade von der Bornholmer. Die liegen sich da lachend und weinend in den Armen und tanzen und schreien. Und das, ich bin jetzt auf Umwegen wieder zurückgefahren, weil der wohnt in Pankow. Ja. Und dann habe ich dem das geglaubt. Und dann sind wir ins Bett gegangen und am nächsten Tag zur Arbeit gefahren in Prenzlauer Berg. Ja. Und dann stand da eine Schlange und dann sagte der Letzte in der Schlange, ich sage, was gibt's denn heute hier? Dann sagt er, was gibt's denn heute hier? Passierscheine. Und dann haben wir uns die Passierscheine geholt, haben die Gaststätte nicht aufgemacht und sind alle in den Westen gefahren. Nachdem war dann ewig. Also Sie haben sich noch einen Passierschein geholt, ja, weil ich bin nämlich auch noch zur Arbeit gefahren, ja, aber anschließend nach der Arbeit, dann am 10. November, habe ich mich da bei den Massen, die ja vor dem Tor standen, ja, vor der Grenzabfertigung angestellt, ja, und wir sind dann alle durchgelassen worden. Ja. Also ja, so viel Arbeit habe ich mir nicht gemacht. Ja, also wir haben den auch nicht mehr gebraucht. Die S-Bahnen waren ja so voll, es sind ja x S-Bahnen vor uns abgefahren, die rammelvoll waren, und dann sind wir ausgestiegen und da sagt meine Kollegin, wir gehen jetzt gleich erstmal zu Café Kranzler. Was, habe ich gesagt, wo ist denn das? Und dann sind wir dahin und da hat ein Hamburger gesessen und hat gesagt, was, ihr Mädels kommt alle aus dem Osten? Ich gebe gleich mal eine Runde Campari Orange aus. Da haben wir gesagt, Campari Orange, was ist denn das? Und dann haben wir das erlebt, wie es auf dem Kudamm zuging, und man hat eben heute noch, also ich kriege heute noch Tränen in den Augen, wenn ich daran denke. Ja, das ist eben ein unheimliches Glücksgefühl. Das denke ich auch. Und wie war es bei Ihnen am 9. November? Sind Sie in Berlin gewesen? Nein, ich komme aus Sachsen. Ah, aus dem Teil der Ahnungslosen. Erzählen Sie mal, wie es da war. Ja, da kam es im Fernsehen und da habe ich das gehört und habe ich gedacht, das kann gar nicht sein, du hast dich verhört. Aber ich konnte nirgendwo anders hinschalten. Ich habe es nirgendwo anders gesehen. Sie haben nur DDR-Fernsehen empfangen können. Ja, und da habe ich das erst einen anderen früh im Radio nochmal gehört und da kam es mir erstmal richtig zu Bewusstsein, dass es wirklich so ist. Wie haben Sie denn den Fall der Mauer erlebt? Als kleines, junges Mädchen mit meinen Eltern. Ich bin erst ein paar Tage später zur Mauer gekommen. Sind Sie aus Berlin? Berlinerin, richtig. Ostberlinerin. Mhm. Wie haben Sie als Kind das empfunden? Wussten Sie, was da vor sich geht? Nicht wirklich, nein. Ich habe das nur durch meine Eltern mitbekommen, die mich ein paar Tage später zur Mauer mitgenommen haben und mich oben raufgestellt haben und gesagt haben, yeah, wir können feiern. Und also als Kind habe ich nicht realisiert. Aber dafür ist es heute umso schöner, mal zu gucken, was das alles bedeutet und was das mit sich bringt. Sie sind 31, das haben Sie mir vorhin gesagt. 32. Aus Berlin? Ja, auch aus Berlin. Und wie war es bei Ihnen, 9. November 1989? Können Sie sich noch daran erinnern? Überhaupt nicht. Nicht? Nee. Also natürlich ging irgendwas ab. Alle waren aufgeregt, alle waren freudig, aber ich weiß nicht mehr, wo ich war, was ich gemacht habe. Jetzt frage ich mir eine klassische Frage. Sind Sie Ost- oder West-Berliner? Ost-Berliner. Ost-Berliner. Und Sie auch, ja? Auch Ostberlin. Auch. Na gut, Sie sind ja denn, Sie haben ja denn haben zwar den Nachwendeprozess erlebt, aber meine Frage trotzdem, mussten Sie in der Nachwendezeit, also was Schule und Ausbildung anbelangt, als Ostdeutscher mehr kämpfen als die in Westberlin? Ihr Gefühl? Ich glaube nicht. Nee, also es war... Ich weiß noch, ich war ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr Jungpionier sein durfte. Aha. Ich war es ein halbes Jahr und dann auf einmal nicht mehr. Da war ich ein bisschen böse, aber ich glaube, im Nachhinein bin ich auch froh, dass es dann vorbei war. Und wie war es bei Ihnen? Auch dieselbe Frage. Haben Sie gespürt, Schule und Ausbildung, dass man Ihnen so ein bisschen unterschwellig immer sagt, na, ihr seid ja aus dem Osten, lernt erstmal, wie es im Westen lang geht hier? Ich wollte gerade sagen, nein, so richtig habe ich das nicht mitbekommen. Ich habe mich gewundert, warum ich auf einmal samstags nicht mehr zur Schule gehen musste. Das ist so das, was für mich auffällig war. Aber sonst habe ich das nicht registriert. Jungpionier bin ich nicht gewesen. Meine Eltern wollten das nicht, die haben rebelliert. Und von daher war ich keine Tuchträgerin. Jetzt haben wir noch eine junge Frau hier. Sind Sie Berlinerin, frage ich jetzt erstmal? Ich komme aus Potsdam ursprünglich. Und ich habe das auch nicht so richtig miterlebt, muss ich ja ehrlich sagen. Ich war damals 3 Jahre alt. Somit ist das natürlich nur aus den Erzählungen meiner Eltern irgendwo hängen geblieben. Und die Frage geht mal an alle. Können Sie sich denn heute noch vorstellen, was die Mauer für die Menschen damals bedeutet hatte? Viele Einschränkungen.
eingesperrt sein, ne? Also nicht tun und lassen können, was man gerne möchte. Nicht so reisen können, wie man wollte, wie man das gerne getan hätte. Ja, und ansonsten natürlich aus den Erzählungen der Eltern, der Familie. Die Familie, die bei mir auch gespalten gewesen ist. Die Hälfte im Westteil, die andere Hälfte im Ostteil. Das war natürlich eine große Freude dann, als die Mauer gefallen ist. Jetzt habe ich ja die nächsten Gesprächspartner auf der Bornholmer Brücke. Wir sind ja heute hier beim ehemaligen Grenzübergang, wo die Grenze am 9. November gegen 19 Uhr das erste Mal geöffnet wurde. Wie haben Sie denn den 9. November erlebt? Ja, ich persönlich war in Nordrhein-Westfalen, ich komme aus Gelsenkirchen und habe das am Fernseher erlebt, habe dann die Tagesschau gesehen und war natürlich berührt logischerweise, auch wenn ich selber keine Ostverwandtschaft hatte, aber das war natürlich trotzdem ein sehr einschneidendes Erlebnis, das man so nicht vergisst. Und ja, unsere Besonderheit ist, wir sind eine Ost-West-Familie sozusagen. Das ist übrigens ein Phänomen, was wir heute hier öfter antreffen. Wir haben schon drei Paare getroffen, die eine Ost-West-Beziehung haben und die wir heute hier an der Bornholmer Brücke getroffen haben. Wie haben Sie denn den 9. November erlebt und sind Sie in Ost-Berlin gewesen? Ich bin in Ost-Berlin gewesen, da ich noch sehr jung bin, also 77 geboren bin, war ich damals 12 Jahre alt und mein Vater hat heute Geburtstag und von daher haben wir gefeiert und haben dann halt gemeinsam mitbekommen, dass die Grenze geöffnet ist und meine Eltern sind dann auch sofort rüber, weil von meiner Mutter die Schwester damals schon ausgereist ist und dann konnte die Familie endlich wieder zusammengeführt werden. Und ihre Verwandte, die war in West-Berlin dann? Genau, die war in West-Berlin, die hat das Ereignis verschlafen und musste erstmal wach gemacht werden, weil sie hat's verpasst. Und war dann umso mehr erstaunt, dass ihre Schwester dann vor der Tür stand. Weil wir bei Ost-West-Beziehungen heute ein bisschen noch sind. Ja. Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? In der Firma. Also wir haben beide bei der Firma Pfizer gearbeitet und dort haben wir uns kennengelernt. Also später dann, wo genau, Sie? Später, 2001. Ja, gut. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden und gucken wir mal, wen wir heute noch treffen. Sind Sie aus Ost- oder West-Berlin? So eine doofe Frage, ich frage Sie mal. Nee, weder noch. Ich komme ursprünglich aus Freiberg in Sachsen und wohne aber jetzt seit 12 Jahren in Berlin. Und Ihr Mann? Kommt aus dem Rheinland und wohnt auch seit 12 Jahren in Berlin. Und es muss heute irgendwie der Tag der Ost-West-Beziehungen sein. Vielleicht zieht ja auch die Brücke hier die Menschen magisch an. Sie sind dann aber auch eine Ost-West-Beziehung. Ja, sind wir. Ganz kurz noch, wie haben Sie sich kennengelernt? In Bonn. In Bonn? In Bonn, ja. Und wann war das gewesen ungefähr, damit man zeitliche... 95. Ja. Etwas später dann. Etwas später, ja. Ja, aber jetzt auch die Frage an Sie. Wie haben Sie den 9. November erlebt? Also ich war zum 9. November schon in Bonn, weil wir per Ausreiseantrag aus der DDR weg sind, Anfang 89. Ja, und ich kam von der Uni und habe das im Radio gehört und habe gedacht, oh, da erzählen sie uns irgendwelche Fantasien und konnte es gar nicht glauben. Und haben Sie nicht gedacht, so ein Mist, jetzt habe ich einen Ausreiseantrag gestellt, habe mir den ganzen Stress gemacht, aber auch die ganzen Ängste, die man ja auch hatte, wenn man sowas so einen Schritt gegangen ist, waren Sie da nicht... Ja klar, hat man gesagt, Mensch, aber das war dann eben Anfang 89 gar nicht absehbar, dass sowas passiert. Also ich habe gedacht, ich lasse alle meine Freunde zurück, werde die nie wiedersehen und war natürlich dann richtig happy, als ich dann wie das erste Mal in Freiberg sein konnte, meine ganzen Freunde besuchen konnte. Und wie war es bei Ihnen? Wie haben Sie den 9. November erlebt in Bonn? Nein, am 9. November 89 war ich am Bodensee. Ach, ja, und da habe ich es aus den Nachrichten gehört. Ja. Haben Sie es glauben können, oder? Zuerst nicht, aber dann hat sich das immer wieder wiederholt und dann habe ich es geglaubt. Und wie haben die Leute am Bodensee reagiert? Gab es auch spontane Partys plötzlich draußen dann? Nein, Partys gab es nicht. Sie haben sich alle gefreut. Einige sind noch nach Berlin gefahren, aber es war eher ruhig. Jetzt dachte ich erst, ich habe ja den einen Kriminalkommissar vom Tatort hier getroffen. Das hätte ja sein können, aber Sie sind es nicht. Ich bin es wirklich nicht. Nein. Wie haben Sie den Fall der Mauer erlebt? Waren Sie in Ost oder West? Ich war im Ost. Ich habe es am Fernsehen erlebt, wie Schabowski seine berühmte Zettelorgie hatte. Und wir haben in dem Moment gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein und haben es so richtig nicht wahrgenommen. Wir haben es erst später realisiert. Am 10. November 89 aufgewacht, Radio vielleicht angeschaltet. Wie haben Sie es empfunden? Dann sind wir, na großartig, das haben wir uns immer gewünscht. Ja. Und wir waren ein bisschen traurig, dass wir nicht unmittelbar hatten dabei sein können. Hätten Sie denn je gedacht, dass die Mauer nochmal aufgeht für Sie? Wir haben uns das immer gewünscht.
und somit ist unser Wunsch in Erfüllung gegangen. Und Sie haben mir erzählt eine ganz spannende Geschichte. Also die Mauer wurde ja gebaut am 13. August 1961 und Sie haben sich ein Herz gefasst und sind am 15. August 1961 noch einmal nach Ost-Berlin als Westlerin angezogen, hatten auch noch Westkleidung dabei. Ja. Und dann haben Sie was gemacht? Ganz schnell. Ich habe einen falschen Ausweis für meine Cousine am Körper getragen, bin rüber, hatte unter meiner Westkleidung noch einmal Westkleidung angezogen für meine Cousine, wenn ich sie hole, dass das rein optisch schon gut wirkt. Und meine Cousine musste natürlich viel lernen, wie sie heißt, wo sie wohnt. Ich musste sie auch halbwegs so frisieren. Und es ist uns geglückt, über diese Brücke in die Freiheit für sie zu gehen. Also Sie haben am 15. August 1961 Ihre Cousine hier über die Bornholmer Straße, konnten Sie sie rüberholen. Und darum spielt diese Brücke für mich doch eine ganz große Rolle. Nun erklären Sie ganz kurz vielleicht auch nochmal, wieso durften Sie nach dem Bau der Mauer nochmal nach Ost-Berlin? Ja, Westberliner hatten damals noch gerade die Möglichkeit, nach drüben zu gehen. Und somit hatte ich noch die Möglichkeit, sie mit einem falschen Ausweis schnell herüberzuholen. Jetzt habe ich die nächste Berlinerin hier vor unserer Kamera. Wie haben Sie denn den 9. November 1989 erlebt? Leider nicht in Berlin, was ich sehr bereue. Weshalb? Weil ich im April 89 nach einem Ausreiseantrag, den ich 15 Monate zuvor erst gestellt habe, mit meinem Sohn nach Nürnberg ausreisen durfte. Da hat ja keiner dran gedacht, dass die DDR jedenfalls die Mauer fallen. Keiner, weil meine Eltern, die natürlich die Kriegszeiten erlebt haben, viel Schlechtes erlebt haben, immer gesagt haben, die Mauer bleibt ewig. Und meine Mama, und das werde ich auch nie vergessen, hat immer gesagt, die Grenze bringt die Menschen auseinander, das ist ganz schrecklich. Das war ja dann auch so. Es war so, ja. Also Sie können ja denn unseren Zuschauern und den jüngeren Zuschauern ja mal sagen, die denken ja heute, das ist so eine Art Disneyland gewesen, aber es war eine Mauer über 2 Meter hoch. Dann dahinter kam noch ein, ja vielleicht auch 3. Ja. Dann dahinter kam noch eine Mauer und dazwischen waren Minen oder Stacheldraht. Ja. Also das war nicht gerade sehr gemütlich. Ne? Nein, es war schrecklich. Es war ganz doll belastend für alle Menschen und eben das Belastende, dass man seine Freunde, seine Familie. Ich war ja Kind. 61 wurde die Mauer gebaut. Ich durfte noch nicht mal 68 zur Beerdigung meiner Omi nach Nürnberg fahren, was für mich also total unverständlich war und habe es also direkt miterlebt, dass wenn wir unterwegs waren mit der S-Bahn, Bornholmer Straße gab es nicht mehr, Frohnau gab es nicht mehr. Da gibt es auch so eine Geschichte, wir hatten in Hohenneuendorf einen Garten und mussten Passierscheine beantragen, um in unseren Garten fahren zu dürfen. Und meine Mutter, eben geprägt durch diese schlechte Zeit, hatte immer Angst, lass uns schnell nach Hause, nicht im Dunkeln im Herbst. Dann kam eben mal ein Motorrad mit 2 Grenzern, bitte Passierscheine vorzeigen, ob die wirklich gültig waren. Und weil man immer die Angst und die Befürchtung hatte, es könnte sich jemand, was ja auch war, verstecken, weil auch in Hohenneuendorf sind Stelen mit Grenzopfern, die erschossen wurden, die versucht haben, in Dunkelheit, ob mit der Leiter oder durch Hilfe, über die Mauer zu kommen. Und das fanden Sie in den Jahren so beengt, dass Sie gesagt hatten, Sie haben einen Ausreiseantrag gestellt. Ja, es hatte auch, also nicht nur jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, politische Gründe, mir ging es gut, ich musste keine Repressalien erleiden, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und vor allem bin ich den Menschen dankbar, die das alles ermöglicht haben, diese Freiheit. Und es waren eigentlich familiäre Gründe, weil ich Verwandte hatte, die sehr, sehr krank waren, pflegebedürftig. Das war die Schwester meiner Mama und die habe ich denn da versorgt. Also es waren eher private Gründe. Jetzt erzählen Sie doch nochmal die rührende Szene, 9. November 89, Sie sind in Nürnberg und Ihre Nachbarin klingelte. Ja, also es war kein besonders schöner Stadtbezirk, aber fürs Ankommen und die erste Wohnung total okay. 4. Stock, Dachboden ausgebaut für ehemalige DDR-Bürger. Ich die rechte Wohnung mit meinem Sohn und nebenan ein Ehepaar aus Dresden. Ich durfte alles mitnehmen, es war Glück. Die durften nur innerhalb von 24 Stunden mit 2 Koffern, alles was man greifen konnte, gehen. Und ich habe es eben nicht mitbekommen. Ich glaube, nach der Arbeit zu Hause und mit dem Kind halt beschäftigt. Und es klingelt und eben eine Flasche Sekt, 2 Sektgläser, Tränen in den Augen. Sag mal, kriegst du gar nichts mit? Wo lebst denn du? Die Grenze ist auf. Und dann lagen wir uns halt in den Arm, haben vor Freude geweint und haben erst mal angestoßen, uns vor den Fernseher gesetzt
und halt geschaut, was los ist. Jetzt sehen Sie, es geht langsam auf den Zeitpunkt hinzu, wo die Ballons so langsam wahrscheinlich nach oben gelassen werden. Wir werden auch versuchen, mit ein paar Ballonpaten ins Gespräch zu kommen. Aber, liebe Zuschauer, ich will Ihnen einfach mal zeigen, das sind die Leute, die hier heute die Bornholmer Brücke bevölkern. Und so ähnlich voll war es am 9. November 1989, als der Schlagbaum aufging, auch noch am 10. und am 11. Das war ja dann das Wochenende. Und so viele Berliner drängelten sich dann damals vor dem Tor am Schlagbaum Bornholmer Straße, Ostberliner wollten rüber. Und jetzt gehen wir mal, schwenkt mal der Volk mal in Richtung Westen. Da kommt der ganze Strom von Menschen und wie gesagt, es war damals so, wie es fast heute an diesem Tag 25 Jahre später ist, am 9. November 2014. Und ja, wir merken hier einfach eine ganz tolle Atmosphäre, die Leute sind gelöst, locker, freuen sich und ja, was kann man sich für diesen Tag Besseres wünschen? Ja, jetzt werden wir mal versuchen, ein paar Ballonpaten zu finden, dass die wenigstens ihre Geschichte erzählen können. Jetzt haben wir uns durch die Menschenmassen gekämpft. Das ist wirklich fast wie vor 25 Jahren, wo hier die Mauer aufging. Und ja, jetzt sind wir hier in der finnländischen Straße, wo auch die Mauer stand. Du kannst ja mal die Lichtgrenze mal zeigen. Und ja, die Menschen haben hier 28 Jahre lang mit der Mauer gelebt. Ja, und vielleicht darf ich Sie mal fragen, sind Sie aus Berlin? Nein, nicht gebürtig. Ich komme aus Westdeutschland. Westdeutschland. Ja. Und Ihre Frau, sind Sie auch Berlinerin? Nee, ebenfalls. Wie haben Sie denn den Tag des Mauerfalls erlebt? Vielleicht ganz kurz. Ich war noch ziemlich klein. Ich war erst 6 Jahre alt und saß vorm Fernseher. Mehr weiß ich gar nicht mehr. Und dann haben Sie sich gefragt, was machen die da alle, ja? So ungefähr war es wahrscheinlich. Und wie war es für Sie? Na, ich war 16, als die Mauer fiel vor 25 Jahren und ich war auf einer Privatparty im Westen Deutschlands, also wirklich so weit weg von hier, wie man sein konnte in Deutschland. Und ich hätte vor 25 Jahren nicht gedacht, dass ich 25 Jahre später hier um die Ecke wohnen würde. Ah ja, und weshalb sind Sie jetzt nach Berlin gekommen? Ich bin wegen der Stadt nach Berlin gekommen, weil ich Berlin eine großartige Stadt finde. Jetzt sind wir hier an der norwegischen Straße und ich habe die erste Ballonpatin, die wir heute sprechen, ja, vor unserer Kamera. Und es handelt sich um ein West-Berliner Paar. Wir hatten ja heute schon viele Ost-West-Paare. Das hat ja Zufall so ergeben. Und da frage ich erstmal, wie sind Sie Ballonpatin geworden? Ich habe den Aufruf vom RBB gehört und fand die Idee spontan so toll, dass ich mich gleich gemeldet habe und mich wirklich gefreut habe, dass ich auch ausgewählt wurde. Wie haben Sie den Fall der Mauer 1989 erlebt? Eigentlich schlafend, aber am nächsten Morgen, ich musste um 4:30 aufstehen und unter der Dusche schlaftrunken hörte ich im Radio, dass sich der Rückreiseverkehr nach Ost-Berlin langsam normalisiert. Ich habe gedacht, ich spinne. Gleich am 10. sind wir dann hierher und das war also wirklich, ja, fantastisch. Es war also sowas Tolles, denn ich meine, ich habe ja nun auch den Mauerbau noch voll mitgekriegt, zwar in Westdeutschland, aber unsere ganze Familie ist aus Berlin und insofern war einfach toll und es ist auch heute noch toll, dass die Mauer weg ist. Und nun werden Sie nachher so gegen 19.45 Uhr dann Ihren Zauberstab, sage ich jetzt mal, also Ihren Hebel aus der Tasche ziehen, also wir haben ihn jetzt schon. Und dann den Mechanismus bedienen. Was haben Sie auf Ihre Karte geschrieben? Wir können das ja mal unseren Kameramann zeigen, aber was haben Sie da sinngemäß geschrieben? Sinngemäß habe ich eben geschrieben, dass ich es toll fand, dass wir damals es erleben konnten, dass eine friedliche Revolution in der Demokratie stattfinden kann und dass ich es mir wünsche, dass sich alle Deutschen daran erinnern und Demokratie er- und ausleben. Sia! Und du kannst auch schon mal nach oben schwenken, dann sieht man wunderbar. Und jetzt hier unsere Ballonpatin, mal runterschwenken jetzt. Ja, jetzt. Ja, und jetzt unsere Ballonpatin. Da fliegt er, der und die Wünsche gen Himmel. Guck mal da oben. Nach oben hier, da oben. Hier kann man das super sehen, weil die Techniker auch
daran gedacht haben, den Himmel ein bisschen zu beleuchten. Ja, und guck mal, jetzt da, da einer nach dem anderen wie auf einer Perlenschnur verlässt, so löst sich die Grenze und die, nochmal nach oben bitte, die Lichtgrenze auf und ja, immer mehr Ballons schweben gen Himmel. Und jetzt vielleicht auch nochmal, ich muss noch unseren Reporter ein bisschen, unseren Kameramann ein bisschen helfen, vielleicht das sind nochmal nach oben, wie die bis zur Brücke da, nach oben schweben die Ballons, das ist ein wunderbares Bild. Und jetzt kannst du auch mal wieder gehen in den Himmel gucken da. Das ist ein herrliches Bild, wie die Ballons gegen den Himmel schweben. Waren Sie jetzt ein bisschen aufgeregt? Dass ja. Ja, ich habe jetzt noch Herzklopfen. Super. Ja, war schön, war echt toll. Ja, und ja, so löst sich die Lichtgrenze langsam auf. Die Ballons sind selber innen drin jetzt nicht beleuchtet. Das hat einfach den Grund, dass die LEDs und die Batterien nicht nach oben gehen sollten aus Umweltschutzgründen. Keine Bewegung mehr möglich. Sehen Sie erst den Plateau? Ja. Siehst du da noch was, Volkmar? Nein. Okay. Dann wieder auf mich. Das war also die Lichtgrenze, beziehungsweise die Ballons sind jetzt aufgestiegen und ja, mit den Wünschen der Ballonpaten. Und das war's von unserer Stelle. Und ja, ich sage Tschüss und Bye-bye. Schön, Schöne Aktion, muss ich sagen. Ne?